Ganz anders geht es im 10. Stock des Hochhauses an der Osloer Straße zu. Der 51-jährige Achim lässt seine Tage ruhiger angehen. Es ist 10 Uhr. Eins gemacht hat meistens immer, gucke, ob sie alle noch da sind. Ne? Oder ist einer hier runtergesprungen und so, weißt du? Das habe ich eben schon mehrmals erlebt. Hier gab schon einer hier runter. Habe ich auch schon erlebt. Auf Ostersonntag kam mir einer runter und voll durch das Dach. Achim liebt Hardrock. Am liebsten richtig laut. Er ist hier in der Nähe aufgewachsen. Und seit über 20 Jahren mit Gabi verheiratet. Dreimal saß er im Gefängnis. Wegen Diebstahls, Einbruch und schwerer Körperverletzung. Was hast du da in der Ecke? Das ist ein Baseballschläger. Wofür ist der? Ja, wenn hier einer klingelt und will ein bisschen handgreiflich werden, weißt du? Oder mehrere, weißt du? Normalerweise wende ich das ja auch nicht an. Achim ist seit Jahren arbeitslos. Bei schönem Wetter verbringt er die Tage am liebsten draußen. Auf dem Pariser Platz, dem Zentrum von Chorweiler, trifft er sich mit Kumpel Helmut. Louis, grüß dir, lecker Bierchen. Ja, wunderbar, danke dir, Bruder. Das Wetter ist ja heute wieder so wunderbar. Wunderbar. Prost, Jung. Prost, Jung. Helmut ist Alkoholiker. Er leidet an Leberzirrhose. Gerade hat er einen Entzug hinter sich. Doch er wurde direkt danach wieder rückfällig. Wie viel trinkst du am Tag, Helmut? Ich habe früher 1,5 Flaschen Korn getrunken. Doppelkorn. 1,5 Flaschen. Scheiße. Der Entzug, jeder Entzug wird immer schlimmer und schlimmer. Ich glaube, dass das Ganze, was er hat, das ist hier das Ganze Umgebung. Das hat das alles die ganze Umgebung hier. Das ist meine Welt. Ne? Ich kann die Welt nicht retten. So. Du kannst das hier nur verkraften, wenn du süßt. Und dann sitzt man dann hier die ganze Tag und so. Bis zum Umfallen. Bis zum Umfallen. Es ist kalt geworden in Chorweiler und der 52-jährige Achim verbringt seine Tage inzwischen wieder lieber in der Wohnung. Das heißt aber auch, regelmäßig für Nachschub zu sorgen. Bis zu 20 Flaschen Bier am Tag trinkt der Arbeitslose. Seine Frau Gabi hilft beim Einräumen. Kann man wieder zumachen? Ja, hier, tu doch hier rein. Die ist doch leer. Wie lange kommst du damit raus? Für heute. Mensch, ich will so gerne noch ein Stück Bier trinken. Ach, trinkst du heute kein Bier? Achim führt uns seinen neuen Verstärker vor, den er gerade auf Pump gekauft hat. Volle Möhre. Da waren 40 Monate. Das sind circa im Monat 15 Euro. Weil Gabi auf ein Erbe hofft, hat sich Achim noch mehr geleistet. Im Schlafzimmer steht ein brandneuer Flachbildschirm. Er hat ein wunderbar Bild. Mit der Buchführung nimmt es Achim sehr genau. So, ich habe jetzt schon dreimal bezahlt. Dann mache ich dann die Striche und dann muss ich nur 30,70 Euro bezahlen. Achim lebt von Hartz IV und der Rente seiner Frau. Wünsche erfüllt er sich auf Kredit. Ja, ich habe ungefähr 2.000 bestimmt zu bezahlen. Ja, Miete, Strom und der Otto müssen wir bezahlen. Dann zeigt er uns ein Foto, das er vom Balkon aus gemacht hat. Notarzteinsatz bei seinem Kumpel Helmut. Ich komme nach uns und da sind die Stadt. Der kann sie mir ist, ne? Ich mach mal Sorge, weißt du? 200 Meter Luftlinie vom Haus der Altervillas entfernt wohnt Achim mit seiner Frau Gabi. Der Hartz-IV-Empfänger hat sich auch etwas Neues gekauft. Das ist eine sehr schöne Laptop. Unsere Jane Markus Laptop. Notebook. So, dann ist das Prachtdinge. Wo habt ihr das Geld her? Otto. Otto.
Das heißt, mit Autokunde. Er ist auf Raten jetzt. Kostet 279 und plus 92 Euro Zinsen. Der 52-Jährige will den Computer vor allem zum Spielen nutzen. Weißt du, dann komme ich ein bisschen vom Bier trinken ab. Weißt du, ich stell mir zwar ein Flasch Bier hin, ne, aber dann nehme ich nur dran und spiele wieder. Und fürs Internet auch? Internet weiß ich nicht, ich habe kein Internet. Wo soll ich denn ein Internet, ja? Es ist Achims erster Computer und er hat sich das Ganze einfacher vorgestellt. Ja, was hast du denn jetzt wieder gemacht, dass ich dir Dinge nicht mehr lehnen kann? Nach 30 Minuten gibt er auf. Ja, schön, kannst du wieder zurückschicken. Ja, da klappe ich da unten und Ende. Ja, eben, genau. Ja. Genau, tausch das Ding wieder um. Er lebt von Hartz IV und leidet an Leberzirrhose. Eigentlich hat er striktes Alkoholverbot. Aber herrliches Wetter heute, ne? Trotzdem trinkt er jeden Tag. Heute beginnt er mit Kräuterschnaps. Sonst trinke ich normalerweise Korn. Ne? Ist bekannt. Das ist jetzt wirklich ein Kräut. Ist auch eine Sucht. Sucht ist Sucht. Habt ihr den Schnaps oder den Schnaps? Alkohol ist Alkohol. In den letzten 3 Monaten war Helmut 4-mal im Krankenhaus. Doch nach jeder Entlassung wird er sofort wieder rückfällig. Ein lebensgefährlicher Kreislauf. Die Abstürze werden immer enger und enger und enger. Wenn ich so weitermache, habe ich ein Rendezvous mit dem Tod, nicht mit einer Frau. Das ist mir schon klar. Wenn die langsam Klick macht, dann war es das. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich hänge am Leben. Während Helmut noch von einem Neuanfang träumt, hat Achim die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben. Bei mir ist es nur Chorweiler von morgens bis abends. Und Bierchen trinken und Bierchen trinken. Ne, also wenn ich das wirklich ganz Sinn lasse, ne, dann kannst du schon direkt abhängen. Das Leben, das ist wirklich woanders. Woanders ist das. Wann komme ich da ins Sinn?